Englisch Communicator ist eine der besten Sprachschulen der Schweiz. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen bei der Bereitstellung von Englischsprachkurse für Studenten auf der ganzen Welt. Wir sind Spezialisten in hoher Qualität englischen Sprachunterricht bieten und Beratungsdienste. Wir haben erfolgreich Tausende von Studenten aus ganz Europa gelehrt zu sprechen, lesen und schreiben Englisch. Die internationalen Englischsprachkurse sind so konzipiert, sie mit der Sprache auszustatten und Fähigkeiten, die sie benötigen, um erfolgreich in jedem Arbeitsplatz oder akademische Präsentation zu sein. Unsere Kurse werden von qualifizierten Muttersprachlehrern unterrichtet. Unser Lehrstil ist interaktiv, sodass das Lernen einfacher, schneller und Spaß. Durch das Üben von Tag zu Tag Gespräch, werden Sie Ihren Wortschatz und Verständnis der englischen Sprache aufzubauen. Unsere professionellen und freundlichen Umgebung wird auch Ihre Lernerfahrung zu verbessern und ermöglicht Ihnen, auf Ihre Sprachziele zu arbeiten. Unsere Kurse und Unterricht sind so konzipiert, ein effektives Training für Studenten zur Verfügung zu stellen, die Englisch für ihre Arbeit benötigen, studieren, reisen oder persönliches Vergnügen. Mit unserer Energie, Kompetenz und Leidenschaft für das Unterrichten von Englisch. Unser Ziel ist es, Studenten zu helfen und Profis in einer globalen Gemeinschaft Erfolg haben. Wir wählen nur die besten Lehrer mit uns zu arbeiten und unterstützen sie, wie sie ihnen eine fantastische Lernerfahrung zeigen und führen sie in Richtung fließend. Unser Ziel ist es, auf die effektivste Art und Weise möglich ist und in einer fröhlichen und angenehmen Umgebung zu unterrichten. Wir glauben, dass das Sprachenlernen ist der erfolgreichste Weg, ohne Stress und in einer freundlichen Umgebung. Mit Hilfe von Experten können Sie korrekte englische Aussprache lernen, erhöhen Sie Ihren Wortschatz, die Arbeit an Ihre Grammatik und verbessern Sie Ihren Satzbau. Unsere flexible Länge Englischkurse können Sie anpassen Ihren Kurs, Ihre Ziele und Ihr Budget. Sie sind ideal, wenn Sie Ihre allgemeinen Englischkenntnisse mit einem weltweit führenden Anbieter in Englischausbildung verbessern möchten. Wählen Sie, wie lange Sie studieren wollen, wie viele Stunden Sie in einer Woche haben und wo Sie wollen zu studieren. Unser Urlaub-Englischkurs werden Sie mehr Zeit, um Ihr Ziel zu erkunden, während unser Intensivkurs werden Sie mehr Zeit im Unterricht geben. Ob Sie Ihre beruflichen und akademischen Möglichkeiten zu verbessern oder für Ihre persönliche Erfüllung zu erfahren, setzen diese zertifizierten Kursen die Macht in den Händen. Um mehr zu erfahren über die Weichen für Ihre Bedürfnisse am besten ist, kontaktieren Sie uns. Wir bieten kostenlose Beratung, Anregungen und Beratung für Sie und Ihre bessere Zukunft. Bevor wir beginnen, gibt es Fragen, sollten beantwortet werden können. Was ist Gründe, diesen Kurs oder Prüfung zu wählen? Sie wollen einen englischsprachigen Universität zu besuchen. Sie wollen eine Karriere in einem internationalen Umfeld. Sie wollen einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer beruflichen Laufbahn zu gewinnen. Sie wollen ein internationales Zertifikat, das Ihre Englisch beweist. Sie wollen bessere Chancen für die zukünftige Beschäftigung. Was sind meine Erwartungen? Unsere Lehrer sind voll ausgebildet in dem, was erforderlich ist, eine große Punktzahl in den Cambridge-Prüfungen zu erhalten. Ihr Endergebnis wird ein gründliches Verständnis der Cambridge-Anforderungen widerspiegeln, sowie eine deutliche Verbesserung beim Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören. Wie Sie Ihr Potenzial zu erreichen? Wir werden Ihre Prüfung Ergebnis spiegelt Ihr wahres Potenzial zu gewährleisten. Das bedeutet, das Verständnis der Grammatik, Wortschatz, Redewendungen und die Geheimnisse der perfekten Aussprache. Sie werden sehen, Ihr Englisch verbessernden auch Zeit in einem englischsprachigen Land von den Ausgaben. Wie perfekte Prüfung der Technik zu lernen. Lernen Sie die Prüfung Fähigkeiten, die Sie brauchen, um zu treffen und übertreffen Ihre erforderliche Punktzahl. Mit Musterprüfungsunterlagen werden Sie lernen, wie man effektiv Fragen zu beantworten, so durch die Zeit, die Sie den Test nehmen, werden Sie den Stil der Fragen kennen zu erwarten und wie sie zu beantworten. Wie kann ich die beste Unterstützung zugreifen? Ihre Lehrer begleiten und überwachen Sie sicherstellen, dass Sie mit der richtigen Rate Fortschritte in Ihrer Prüfung erfolgreich zu sein. Sie motivieren und ermutigen Sie, identifizieren Sie Ihre Stärken und Schwächen und entwickeln personalisierte Studienpläne für Sie. Dies sind die anderen paar Fragen, können Sie reflektiert am Kopf,
Wir versuchen unser Bestes, in den kommenden Minuten Ihnen eine umfassende Beratung zur Verfügung zu stellen und beantworten Ihre Frage unter Angabe von Gründen und Logiken. Dies sind die anderen paar Fragen, können Sie reflektiert im Kopf. Wir versuchen unser Bestes, in den kommenden Minuten Ihnen eine umfassende Beratung zur Verfügung zu stellen und beantworten Ihre Frage unter Angabe von Gründen und Logiken. Was ist diese Prüfung? Wie verstehe ich das Format der Prüfung? Wie kann ich erfolgreich diese Prüfung mit Leichtigkeit passieren und ohne Stress? Welche Arten von Schwierigkeiten bei der Vorbereitung? Wie zu verstehen, Grammatik? Wie vorher Vokabular schnell zu lernen? Wie lernt man, schreiben, lesen, sprechen, sprechen und hören Techniken? Wie häufig und allgemeine Fehler vor und während der Prüfung zu vermeiden? Was ist die beste Zeit, um diese Prüfung vorbereiten? Entweder diese Prüfung suiten meiner Karriere? Was sind die Vorteile dieser speziellen Arten englischer Sprache Qualifikation? Wie gut Englisch lernen? Dieses und weitere hunderte von Fragen kommt in Ihrem Kopf. So bleiben Sie bitte mit uns, dass wir Sie in einer sehr einfachen Schritten führen. Es gibt 4 Prüfungspapiere: Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Die Gesamtleistung wird durch Mittelung der Noten im Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen erreicht berechnet. Bitte bleiben Sie mit uns, wir werden Sie informieren über das Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören Prüfung. Alle Englisch lernen wollen, ihr Englisch zu verbessern, aber wie Sie wissen, kann es schwierig sein. Für Sie zu lernen, müssen Sie in allen Bereichen zu arbeiten. Die 4 Hauptbereiche für Sie zu konzentrieren, sind, Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören. Unsere Englischkurse fördern diese Kernkompetenzen, weil alle müssen zu bearbeitenden für Sie gut Englisch zu lernen. Hier sind einige bewährte Möglichkeiten, wie Sie lernen zu helfen. Viel Glück! Es ist eine sehr vertraute Qualifikation von mehr als 6000 Bildungseinrichtungen akzeptiert. Unternehmen und Regierungsbehörden in der ganzen Welt, auf internationaler Ebene ihre beruflichen Chancen zu erhöhen. Der Zweck dieses Tests ist es, die Englischkenntnisse von Menschen zu bewerten, die nicht englische Muttersprachler sind. Darüber hinaus internationalen Unternehmen, Behörden, Stipendienprogramme und Vermittlungsagenturen zu validieren und erkannte diese besondere Art der Qualifikation. Diese englische Sprachprüfung ist etabliert und renommierten Prüfungen durch weltbesten Hochschule zertifiziert und auf der ganzen Welt anerkannt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser Prüfung werden Sie Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln, die Sie für den Alltag, Arbeit und Studium nutzen können. Diese Qualifikation erhöht die realen Englischkenntnisse und steigern Sie Ihre Motivation in der Tat. 99% der Top 100 Universitäten der Welt erkennen diese Qualifikation für das Studium, Beruf, tägliche Kommunikation, Forschung und Entwicklung und Fortschritt englischsprachigen Aktivitäten. Diese Qualifikation ist für Kandidaten gedacht, die ein grundlegendes Verständnis der englischen Sprache in einem professionellen Umfeld erreicht haben, und die haben die Fähigkeit, die Sprache auf eine praktische Weise zu einem sehr einfachen Ebene zu verwenden. Die Qualifizierung besteht aus einer obligatorischen Lese- und Schreibprüfung und optional Sprechen- und Hörenprüfungen. Es ist geeignet für Schüler aller Altersstufen und Erfahrung und einfache Progression Wege zur höheren Bildung und Beschäftigung. Englischlesenprüfung. Die Bewerber müssen in der Lage sein, Texte von Publikationen zu verstehen, wie Belletristik und Sachbücher, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und Zeitschriften. Englisch wird von Aufgaben getestet, die zeigen, wie gut sie ihre Grammatik und Wortschatz zu steuern. Lesen Englisch ist etwas, was sie tun können, um sie auf ihrem eigenen helfen, zu lernen, außerhalb des Unterrichts. Haben Sie ein Wörterbuch mit Ihnen? Zeitungen sind gut für die höhere Ebene Studenten, so dass wir den unteren Ebenen versuchen, Geschichten für Kinder oder Bücher zu lesen, die für Englischlernende besonders geschrieben wurden. Sie werden nicht viel lernen, wenn Sie ein Buch auswählen, die zu schwer oder zu leicht ist. Wenn Sie sich keine Sorgen zu lesen zu versuchen, alle Welt zu verstehen, halten nicht für das Wörterbuch zu erreichen alle paar Sekunden.
stattdessen versuchen uns die allgemeine Bedeutung des Textes verstehen und dann für mehr Detail wieder lesen. Für Wörter, die sie nicht verstehen, versuchen zu lernen, wie die Bedeutung aus dem Zusammenhang zu erraten. Schauen Sie sich die anderen Wörter im Satz, sie werden Ihnen Hinweise geben, wie auf seine Bedeutung. Überprüfen Sie, ob das englische Wort ein Verb, ein Substantiv oder ein Adjektiv. Viele Menschen haben Probleme mit Englisch zu lesen. Lesen Englisch ist schwer für einige Leute, und es kann einige Zeit dauern. Das Lesen ist ein Prozess des Gehirns, wo man auf Symbole auf einer Seite zu suchen. Wenn Sie gute Lesefähigkeiten zu entwickeln, wird es um Ihre Zukunft sehr hilfreich sein. Diese Prüfungsschulungen verbessert grundlegende Lesefähigkeiten, einschließlich Wörterfähigkeiten, Wortschatzentwicklung, Leseverständnis, Fließend und Interpretation. Erwerb von Schlüssel akademischen Wortschatz. Annahme und bewährten kognitiven Möglichkeiten, eine effiziente englischen Leser zu sein. Kommunizieren Sie über diverse englische Texte in einer Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten. Entwickeln Sie Englisch-Lesefähigkeiten als die Vorhersage. 1. Scannen und wichtigsten Ideen zu identifizieren. Entwickeln Anmerkungsfähigkeiten als englische Leserstrategie und unterscheiden Sie zwischen Fakten und Meinungen in verschiedenen englischsprachigen Texten. Englisch-Leseverständnis und Geläufigkeitsstrategien. Verbessern Sie Englisch-Lesefähigkeiten zum Beispiel Inferenz, Graphen, Tabellen, Anmerkung, in Anerkennung Zusammenhang Anhaltspunkte. Erweitern Vokabular Verwendung englischer Sprache von Wortteilen zu lernen und wie Kontext Hinweise zu verwenden. Erhalten systematischer Erwerb des gesamten akademischen Wort. Identifizieren und verschiedenen englischen Leserstrategien Tests nutzen. Identifizieren wichtigsten Ideen der verschiedenen englischen Texten. Verbessern englischer Sprache Wörterbuchfähigkeiten mit Vokabularexpansion zu helfen. Lesefähigkeiten für wirksam. Kritisches Lesen. Tragbare Vokabularstrategien. Neue Einführungsstufe eingeführt erforscht basierte Vokabular. Rezeptive und produktive Aktivitäten für Englisch-Lesefähigkeiten. Dieser Kurs beinhaltet eingreifenden Texte. KI-Strategien. Effektive Unterstützung durch die Lehrkräfte. Die mit dieser Aktivitäten und Leseratediagramme schneller zu lesen. Vokabulari-Aktivitäten konzentrieren sich auf Wortschatz zu erweitern. Englisch-Schreibprüfung. Die Bewerber müssen zeigen, dass sie zwei verschiedene Stücke des Schreibens produzieren kann. Versuchen Sie, ein Tagebuch zu führen, jeden Tag etwas in Englisch in das Schreiben, auch wenn es sehr einfach ist. Beginnen Sie mit kleinen Sätzen und sie länger. Schreiben gibt Ihnen eine gute Chance, Worte, auf die Sie in der Vergangenheit gelernt haben, und ermöglicht es Ihnen, die Zeit, über die Grammatik zu denken, wie Sie schreiben. Gehen Sie zurück und überprüfen alles, was Sie in der Vergangenheit geschrieben haben könnte, wenn Ihr Englisch auf einem niedrigeren Niveau war. Denken Sie über eine kurze Geschichte oder sogar ein Gedicht zu schreiben. Englischschreibfähigkeiten sind sehr wichtiger Teil der Kommunikation. Gute Englischschreibfähigkeiten können Sie Ihre Nachricht mit Klarheit zu kommunizieren und Leichtigkeit zu einem weit größeren Publikum als durch von Angesicht zu Angesicht oder Telefongespräche. Gute Englischschreibfähigkeiten erlauben Ihnen, Ihre Botschaft zu kommunizieren. Egal, ob Sie ein Student, Lehrer oder Unternehmer, sind akademische Schreibfähigkeiten notwendig in der heutigen Welt. Aufsätze, Berichte, Präsentationen und wissenschaftliche Arbeiten sind nur einige Beispiele für Dokumente im akademischen Stil geschrieben. Die korrekte Grammatik, Interpunktion und Rechtschreibung sind der Schlüssel in englisch geschriebener Kommunikation. Vielleicht haben Sie träumt davon, die nächste große professionalisiert. Oder vielleicht möchten Sie nur in der Lage sein, um besser auf Ihre Gedanken und Ideen klarer auszudrücken. Ob Sie Ihr Englisch schriftlich Fähigkeiten als kreatives Schreiben zu verbessern oder einfach Ihre Fähigkeiten für die Schule oder Beruf zu perfektionieren. Nach Abschluss dieses Kurses werden Sie über verschiedene Schreibstile lernen. Erfahren Sie Schritt für Schritt englischen Sprache-Schreibprozess. Identifizieren und korrekte Sätze, Grammatik und Interpunktionsfehler. Entwickeln Sie 4 Arten von englischen Sätzen zu schreiben, wie einfachen Sätzen, zusammengesetzte Sätze, komplexe Sätze.
lernen Sie Englischsprache professionell zu schreiben und gut organisiert. Sie können in Schlüsselschreiben Englischkenntnisse zusätzliche Praxis zu verbessern. Lernen Sie Englisch schriftlich zu schreiben, kreativ und effektiv. Lernen für die berufliche, technische, wissenschaftliche Korrektur lesen Englisch schreiben und bearbeiten von Fähigkeiten schreiben. Englisch sprechen in Prüfung. Die Kandidaten nehmen die mündliche Prüfung und werden auf ihre Fähigkeit getestet, an verschiedenen Arten von Interaktion zu übernehmen, mit dem Prüfer. Sprechen Sie so oft und so viel wie möglich, und dies ist der beste Weg, um Englisch zu lernen. Es gibt nichts Besseres als Konversation, Sie verbessern zu helfen. Während Sie können das Lesen, Schreiben üben, und das Hören auf eigene Faust, es ist natürlich besser Englisch sprechen mit jemandem. Der beste Weg, dies zu tun, ist in einer englischsprachigen Umgebung zu sein. Der schnellste Weg, um Englisch zu lernen, ist, sich mit englischen Sprechern zu umgeben. Auch in die Gewohnheit auf Englisch zu denken, nicht von Ihrer eigenen Sprache ins Englische zu übersetzen, wird es langsam nach unten. Wenn Sie sprechen, die Sätze zu benutzen, die sofort und natürlich, damit Sie sich fühlen, sind diese oft die richtigen sind. Dies könnte ein wenig seltsam und peinlich zunächst klingen, aber nehmen Sie sich selbst zu sprechen und zu Ihrer eigenen Aussprache hören, Sprechgeschwindigkeit und den Fluss Ihrer Sprechen. Es wird Ihnen eine große Chance, die Bereiche, die Sie arbeiten müssen, umzusehen. Schließlich macht es Spaß, auf Englisch zu singen, so einige englische Lieder lernen und dein Herz singen. Viele haben gesagt, dass die englische Sprache eine der am schwersten zu lernen. Doch mit dem richtigen Training kann Englisch als zweite Sprache zu lernen ein Spaß und eine positive Erfahrung sein. Ein Fehler, das die Menschen oft machen, ist in der Bemühung Sätze Grammatik zu studieren, anstatt Englisch Konversation. Um ein guter englischer Sprecher zu werden, denken Sie daran, auf tatsächlich im Gespräch nicht nur grammatikalischen Regeln auswendig lernen zu konzentrieren. Bitte denken Sie daran zu hören. Manchmal können Sie andere Menschen beginnen zu verstehen, bevor tatsächlich in der Lage zu sein, fließend selbst zu sprechen. Versuchen Sie, sich in der Sprache einzutauchen. Wenn Sie sich zu gesellschaftlichen Kreisen zu begrenzen weiterhin, die nicht Englisch sprechen, wird es flüssig machen, das sehr viel schwieriger. Durch Untertauchen selbst in der Sprache werden Sie gezwungen, die englische Sprache zu erlernen und anzuwenden. Seien Sie nicht zögern. Nutzen Sie unsere Ressourcen, Kompetenzen und beruflichen Fähigkeiten, Ihre englischen Sprache zu sprechen besser. Kommunikative Fähigkeiten, Lektionen helfen Ihnen, Fähigkeiten, sicheres Arbeiten in jeder Situation entwickeln zu sprechen. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Kurses sind Sie in der Lage sein, genau zu sagen, sicher. Fühlen Sie sich wohl, debattieren Ihre Sicht auf Englisch. Erfahren Sie, wie überzeugend Reden und Vorträge zu geben. Verbessern Sie Ihre Aussprache. Entwickeln Sie effektive Hörverständnis. Erfahren Sie, wie mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu kommunizieren. Englisch zuhören Prüfung, die Bewerber müssen zeigen, dass sie die Bedeutung einer Reihe von gesprochenen Material zu verstehen, einschließlich Gespräche, Vorträge, Seminare, Sendungen und Gespräche. Zuhören Englisch ist eine Fähigkeit, an jedem Tag gearbeitet werden muss. Wie zu sprechen, ist es besser für Sie in einem völlig englischsprachigen Umgebung, wenn möglich zu sein. Volle Tauch ist die beste Möglichkeit für Sie, Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Es ist auch gut, TV-Shows oder Filme in englischer Sprache zu sehen. Je mehr hören Sie, je mehr Sie abholen werde. Als Übung ist es gut, etwas zu haben, die Sie immer und immer wieder hören können. Zum Beispiel kann eine DVD wiederholt werden, während ein Nachrichtenbericht nur einmal zu hören. Bei der Wiedergabe von etwas mehr als einmal, versuchen Sie zunächst, die allgemeine Bedeutung zu fangen, dann ein zweites Mal für weitergehende Informationen zu hören. Lernen Sie, Schatten mit einer DVD oder CD, hören und wiederholen, was Sie gesagt hören. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein englischer Muttersprachler wird nicht etwas zehnmal wiederholen für Sie zu verstehen, um eine langfristige Ziel, müssen Sie auf das Lernen konzentrieren, Sie hören beim ersten Mal richtig zu erhalten. Hier sind noch ein paar wichtige Dinge zu denken. Zuhören ist die Möglichkeit, Nachrichten in den Kommunikationsprozess genau zu empfangen und zu interpretieren.
Zuhören ist der Schlüssel zu allem effektive Kommunikation. Ohne die Fähigkeit, effektiv Nachrichten abzuhören, leicht missverstanden. Zuhören ist so wichtig, dass viele Top-Arbeitgeber bieten Qualifizierungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter zu hören. Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass eine gute Fähigkeit zum Zuhören zu einer besseren Kundenzufriedenheit führen kann. Eine höhere Produktivität mit weniger Fehlern erhöht die gemeinsame Nutzung von Informationen, die wiederum zu mehr kreative und innovative Arbeit führen kann. Die einfachste und leistungsfähige Art und Weise, an eine andere Person zu verbinden, ist zu hören. Vielleicht ist das Wichtigste, was wir jemals einander geben, ist unsere Aufmerksamkeit. Empfangen von Informationen und wie Ablenkungen in englischer Sprache Umwelt zu vermeiden, verstehen Ton, Akzent, Hauptidee, Kontext, Aussprache, verbesserte Fähigkeiten zu verstehen, erinnern, zu bewerten, zu dem Sprecher zu reagieren. Wer Englisch als Zweitsprache lernen, werden Fehler auf dem Weg zu machen. Es ist unvermeidlich. Keine Sorge. Das Wichtigste ist, aus diesen Fehlern zu lernen, sodass Sie ein fähiger, zuversichtlich Lautsprecher werden. Dieser Kurs wurde entwickelt, um die Anforderungen von Studenten, deren Muttersprache nicht Englisch ist, sein Hauptzweck zu erfüllen, ist zu helfen, die häufigsten Fehler zu Englischlernerhaften zu korrigieren. Das Verfahren in dieser Arbeit angenommen ist einheitlich. Einige dieser häufigsten Fehler sind unten angegeben. Die Verwendung der falschen Präposition. Die missbräuchliche Verwendung des Inf. Die Verwendung eines falschen angespannt. Weitere Beispiele. Und englischen Ausdrücken. Falsche Auslassungen. Das Weglassen von Präpositionen. Weitere Beispiele. Unnötige Worte. Unnötige Sätze. Unnötige Artikel. Verwenden des Infinitivs. Weitere Beispiele. Misplaced Worte. Falsche Position von Adverbien. Weitere Beispiele. Verwirrt Worte. Präpositionen oft verwechselt. Verben oft verwechselt. Adverbien oft verwechselt. Adjektive oft verwechselt. Substantive oft verwechselt. Verwirrung der Zahl. Verwirrung von Teilen der Rede. Diese Prüfung ideal, um Ihr Englisch zu verbessern, auch wenn Sie denken, dass Sie wussten, dass es alle. Die Fehler behandelt werden ausgesondert, denn sie haben erkannt werden, bevor sie korrigiert werden können. Dann sind korrekten Formen für falsche diejenigen ersetzt. Schließlich sind einfache Erklärungen gegeben, wo immer notwendig, insbesondere Verwendungen zu rechtfertigen. Die Übungen sind, um sicherzustellen, dass die Grundsätze des Kandidatenköpfen fest fixiert werden kann. Einige Fehler in Englisch sind unglaublich häufig. Unregelmäßige Pluralformen, falsch verwendet Präpositionen, platzieren Kommas, wo sie nicht gehören, und weglassen sie, wenn sie notwendig sind. Weitere Informationen finden Sie versuchen, unsere Online-Experten zu kontaktieren. Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen. Sei zuversichtlich. Die Leute können ihre Fehler nur korrigieren, wenn sie hören, sie ihnen zu machen. Umgeben Sie sich auf Englisch. Versetzen Sie sich in einem alle englischsprachigen Umgebung, wo man passiv lernen können. Der beste Weg ist, durch Sprechen zu lernen. Über jeden Tag. Machen Sie sich einen Studienplan. Entscheiden Sie, wie viel Zeit pro Woche wirst du es ausgeben zu studieren und bleiben. Stellen Sie eine Routine. Lassen Sie Ihre Familie und Freunde über Ihren Studienplan. Holen Sie sich sie zu schieben, zu studieren, und auch lassen Sie sie nicht sehr unterbrechen. Über die vier Kernfähigkeiten, die es bedeutet, lesen, schreiben, sprechen und hören. Sie alle müssen dem gearbeitet werden soll, für Sie zu verbessern. Halten Sie ein Notebook neuer Wörter, die Sie lernen. Verwenden Sie sie in den Sätzen und versuchen, sie mindestens dreimal zu sagen, wenn Sie sprechen. Speicherung von Listen ist eine der häufigsten Formen der für einen Test Vokabeln zu lernen. Es ist nur eine gute Übung für kurzfristig zu studieren, weil man oft nicht die Informationen behalten, die Sie für einen Test gelernt haben. Verwenden Sie Ihre innere Uhr. Wenn Sie kein Morgenmensch, Studium am Nachmittag. Verwendung dieses Wort eher das Wort allein. Sie werden feststellen, Wörter leichter zu merken, wenn Sie versuchen, einen Beispielsatz zu erinnern. Planen Sie, einen Test zu nehmen. Sie werden feststellen, dass Sie härter arbeiten, wenn Sie etwas zu studieren müssen. Zu sagen,
das ist es besser, nicht nur zu studieren, einen Test zu nehmen. Denken Sie an das größere Bild. Was können Sie tun, wenn Sie eine gute Beherrschung der englischen Sprache? Wie wird die Qualität Ihres Lebens zu verbessern? Gönnen Sie sich ein langfristiges Ziel. Konzentrieren Sie sich auf in Richtung daran zu arbeiten. Geben Sie sich kurzfristige Ziele zu und belohnen Sie sich, wenn Sie jeden erreichen. Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der Sie lernen wollen, nicht weil Sie zu haben. Sie werden mehr lernen, wenn Sie lernen, weil Sie wollen. Wissen Sie, was für Sie am besten funktioniert. Denken Sie darüber nach, welche Methoden haben für Sie in der Vergangenheit erfolgreich gewesen und halten mit Ihnen. Finde heraus, wie Sie lernen. Es kann durch das Auswendiglernen, Lesen, Sprechen, Zusammenfassung oder andere Methoden sein. Finden Sie heraus, wie Sie am besten studieren. Es kann allein oder mit einer Gruppe in einem ruhigen Ort sein. Hilfe bekommen. Wenn Sie etwas nicht verstehen, du hast jemanden zu fragen. Fragen Sie Ihren Lehrer, Mitschüler oder Freunde um Hilfe. Überprüfung. 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 Stellen Sie sicher, dass Sie sich die Zeit nehmen zu überprüfen Dinge, die Sie in der Vergangenheit studiert haben. Es ist keine gute Idee, auf eigene Faust für mehr als 30 Minuten zu einer Zeit zu studieren. Machen Sie regelmäßige Pausen, frische Luft und strecken Sie Ihre Beine. Nicht so eilig sein, um eine Ebene nach oben bewegen. Konzentrieren Sie sich auf der Ebene, Sie jetzt sind. Schauen Sie DVDs statt TV. Es ist besser, etwas zu verwenden, die Sie wieder wachen können, Informationen zu fangen, Sie das erste Mal verpasst haben könnte. Fernsehen gibt Ihnen nur die Chance, etwas richtig erstmal zu hören. Das ist besser für Hochstudenten. Es kann für das Sprechen zur englischen Muttersprachler große Praxis, so dass Sie sie nicht fragen müssen, um sich zu wiederholen. Lesen Sie abgestuftes Leser. Diese Bücher sind speziell für Ihr Niveau geschrieben. Lesen Sie einen ganzen Roman. Du kannst es schaffen. Sie fühlen sich danach groß. Die Zeitungen sind ein guter Ort, passive Konstrukte zu finden. Lesen Sie durch einen Artikel und sehen Sie, wenn Sie die passive Sätze finden. Lesen Sie für die allgemeine Bedeutung zuerst. Mach dir keine Sorgen über jedes Wort verstehen, dann gehen Sie zurück und neue Wörter nachschlagen. Für ein Wort, das Sie nicht in einem Satz zu verstehen, schauen Sie sich die anderen Worte um ihn herum. Sie geben Ihnen einen Hinweis. Versuchen Sie, die Bedeutung aus dem Zusammenhang zu erraten. Lernen Sie Rotwörter. Sie werden Ihnen helfen, die Bedeutung der Worte erraten. Wenn Sie ein neues Wort lernen, denken Sie an all seinen anderen Formen. Erfahren Sie Präfixe, diese wird Ihnen helfen, die Bedeutung der Wörter herauszufinden und Ihren Wortschatz aufbauen. Englisch, im Gegensatz zu Japanisch oder Französisch, verwendet Wortstress. Für neue Worte, zählen die Silben und finden, wo der Stress. Nur eine Belastung pro Wort und immer auf einem Vokal. Verwenden Sie Englisch, wann immer Sie können. So einfach ist das. Übersetzen Sie nicht ins Englische aus Ihrer eigenen Sprache. Denken Sie an Englisch, Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Sie können nicht Englisch aus einem Buch lernen. Wie ein Auto zu fahren, können Sie nur durch das Tun es lernen. Die natürlichste Art, Grammatik zu lernen, ist durch Gespräche. Halten Sie ein englisches Tagebuch oder Journal. Beginnen Sie mit ein paar Sätze pro Tag zu schreiben und dann in die Gewohnheit von mehr schreiben. Um einen besseren Schriftsteller brainstormen so viele Ideen und Gedanken auf Papier geworden, ohne sich Gedanken über Grammatik oder Rechtschreibung. Dann denken Sie über die Struktur. Danach, schreiben Sie Ihre Stück gute Grammatik und Rechtschreibung verwenden. Schließlich las es durch oder geben an jemand anderen für Fehler zu überprüfen. Halten Sie sich auf Ihre Zeichensetzung im Auge, da es völlig verändern kann, was Sie versuchen zu sagen, Schattenenglisch CDs. Hören Sie ein paar Sätze, wiederholen Sie dann, was Sie gehört haben. Konzentrieren Sie sich auf den Rhythmus und Intonation. Haben Englischradio in Ihrem Haus. Auch wenn Sie es nicht aktiv zuhören, werden Sie noch Ihren Ohren trainieren. Spiegel CDs. Lesen Sie laut zusammen mit einer CD. Auch dies ist ideal für Intonation, Aussprache und Rhythmus. Diktat. Hören Sie eine CD oder einen Freund und notieren Sie, was Sie hören. Niemand mag es,
Ihre eigene Stimme zu hören, aber mutig sein und versuchen Sie es. Nehmen Sie Ihre Stimme und hören Sie Ihre Aussprache und Intonation. Es hilft Ihnen, Ihre Problembereiche zu identifizieren. Fragen Sie Ihren Lehrer hilfreich, wenn Sie seine Lektion aufnehmen. Dies ist eine großartige Art und Weise zu überprüfen. Sie können auch Ihre Lehrer sprechen, Geschwindigkeit und Intonation hören. Verwenden Sie ein Englisch-Englisch-Wörterbuch, wie es wird Ihnen helfen, Denken in Englisch zu halten und nicht zu übersetzen, stattdessen Bewusstsein, die Unterschiede in der amerikanischen und britischen Englisch und Ihre Worte entsprechend verwenden. Karikö Cards mit Ihnen. Das sind kleine Karten, die Sie neue Wörter zu schreiben. Sie können sie herausziehen und sie anschauen, wann immer Sie eine freie Minute. Verwenden Sie Post-it-Notes und kleben Sie sie in Ihrem Zuhause. Sie können sie verwenden, um Dinge zu beschriften. Haften Sie ein auf Ihr Hund. Sie können nicht Phrasalverben ignorieren, gibt es hunderte von ihnen auf Englisch, und sie sind weit verbreitet. Je mehr Sie konzentrieren sich auf ihre Bedeutung haben, desto mehr werden Sie in der Lage sein, die Bedeutung der neuen zu erraten. Sie beginnen Ihre Muster zu erkennen. Nutzen Sie Ihre Intuition. Gehen Sie mit Ihrem Bauchgefühl, werden Sie überrascht sein, wie oft Ihre erste Vermutung die richtige Vermutung ist. Wie wir zuvor gesagt, sicher sein. Sammeln Sie Ihre Gedanken. Nehmen Sie eine Sekunde darüber nachzudenken, was Sie sagen wollen. Sie kennen die Grammatik, aber vielleicht Sie es nicht richtig zu verwenden, wenn Sie sprechen. Neue Leute kennenlernen. Die Mühe machen, mit englischen Sprechern in Ihrer Stadt zu mischen. Sie könnten einem Verein beitreten oder in Bars zu gehen, wo Ausländer aufhalten. Kaufen Sie ein Getränk, Sie lieben das. Debatte. Diskutieren Sie interessante Themen in einer Gruppe. Jede Person sollte einen Standpunkt wählen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Punkt über. Lernen Sie aktiv zuzuhören. Aktives Zuhören wird im Unterricht helfen, und es wird Ihnen mehr aus, erhalten helfen und mehr zu, Gruppenarbeitssitzungen beitragen. Konzentrieren Sie sich auf die Person, die spricht. Zappeln oder werden Sie sich nicht von anderen Menschen oder Ereignisse abgelenkt. Konzentrieren Sie sich auf den Lautsprecher mit den Ohren und Augen. Folgen Sie den Bewegungen der Lautsprecher in dem Bemühen, macht mehr zu hören. Es kann helfen, zu wiederholen, was Sie anderen sagen hören, in dem Bemühen, Ihre Gedanken zu verstehen. Es ist nicht genug, um nur englische Wörter zu lernen. Sie können ein Papagei englische Wörter lehren, aber das bedeutet nicht, es Englisch sprechen. Sie müssen noch ein Verständnis von Grammatik zu haben. Verbformen werden von englischen Sprechern verwendet, um über den Zeitpunkt der Aktionen zu sprechen. Sie werden vielleicht nicht die gleichen Ausdrücke in Ihrer eigenen Sprache haben. Es ist wichtig, dass Sie diese Zeiten kennen und wenn Sie zu nutzen. Englisch hat viele unregelmäßige Verben. Sie sollten sich auf sie bohren. Mach weiter. Wenn Sie eine Pause von Englisch sprechen nehmen, werden Sie feststellen, dass Ihr Niveau sinkt und alle Ihre harte Arbeit hat sich vertan. Lass dich nicht von einem schlechten Testergebnis abschrecken. Manchmal haben die Studierenden die Möglichkeit, einen englischen Test zu bestehen, kann aber nicht gut kommunizieren mit englischen Sprechern. Wenn Sie frei in Englisch sprechen können, sollten Sie stolz auf sich sein. Denken Sie daran, dass, solange Sie Ihre härtesten versucht haben, Sie geschafft haben. Englisch lernen mit einem Freund. Sie werden jemanden haben, Sie üben können und man sich gegenseitig zu motivieren Studie können. Denken Sie daran, die Art, wie wir schreiben Englisch ist nicht das gleiche wie es ausgesprochen wird. Es wird Ihnen helfen, richtig Wörter im Wörterbuch auszusprechen. Beachten Sie, dass es mehr zu verbessern nimmt, wenn unser Niveau hoch ist. Normalerweise sind die schnellsten Fortschritte gemacht, wenn wir Anfänger sind. Glauben Sie nicht, dass Sie plötzlich nicht mehr lernen, es ist nur eine weniger deutliche Fortschritte zu verzeichnen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Englisch die Gelegenheit passt. Es ist in Ordnung, Slang mit Freunden zu verwenden, aber nicht in einem Business Meeting. Entscheiden Sie, in welcher Situation ist es angebracht, die Wörter und Phrasen zu verwenden, die Sie gelernt haben. Lehrbuch Englisch unterscheidet sich oft von der Art, wie wir beiläufig sprechen. Um zu erfahren, lässig Slang Wortfilme.
Idioms kann schwierig sein, zu merken, aber sie sind ein großer Spaß zu verwenden, und sie werden ihr Englisch bunter. Im Gespräch verknüpfen wir in der Regel Wörter zusammen, sodass zwei Worte wie ein klingen kann. Über diese Hörposition und die Aussprache zu verbessern. Denken Sie über Ihre Stärken und Schwächen. Notieren Sie, welche Bereiche Sie verbessern wollen und die Arbeit an Ihnen zu verbessern. Natürlich, nicht ignorieren Ihre Stärken. Beglückwünschen Sie sich auf, wie gut Sie getan haben. Verlernen Ihre Fehler. Sie machen wahrscheinlich die gleichen Fehler in der Grammatik immer und immer wieder. Verwenden Englisch-Testergebnisse als Studiewerkzeug. Gehen Sie über Ihre Fehler und wählen Sie ein oder zwei, die Sie fokussieren möchten. Verwenden Sie Ihre bevorzugten Grammatikregeln zu überprüfen. Für Geläufigkeit, versuchen Bildausbildung. Bevor Sie zu diesem Restaurant gehen, durchdenken, was der Kellner ist wahrscheinlich, Ihnen zu sagen. Denken Sie an, was Phrasen, die Sie verwenden möchten. Viel Kommunikation kommt durch Körpersprache und Gestik. Diese können zwischen den Kulturen und Ländern unterschiedlich sein. Die einfachste, Sleep. Sie werden mehr nach einem guten Schlaf zu lernen. Sie werden in der Lage sein, mehr zu konzentrieren. Wenn Sie im Ausland zu studieren, mit Menschen aus anderen Ländern mischen nicht nur Menschen aus dem eigenen Land. Es ist nicht eine gute Idee für Sie, in einem gemeinsamen Haus mit Menschen aus Ihrem eigenen Land zu leben. Genießen Sie eine kulturelle Erfahrung von Zeit mit anderen Nationalitäten zu verbringen. Holen Sie sich an einen qualifizierten Lehrer. Wer will, falsche Dinge zu lernen? Niemand kann alle der englischen Sprache lernen. Kein Grund zur Sorge zu versuchen. Eine nützliche Abkürzung für das Lernen ist, dass in Englisch wir viele Wörter haben, die die gleiche Aussprache haben, aber eine andere Schreibweise und Bedeutung. Sobald Sie die verschiedenen Möglichkeiten, eine grundlegende Englischniveau zu erkunden haben, können Sie das Gleiche sagen. Das macht Ihr Englisch interessanter für den Hörer und es sollten nicht zu schwierig für Sie, weil Sie bereits die Grundlagen kennen. Wenn Sie Ihr Englisch sind, natürlich für Ihre Klasse vorbereitet werden. Machen Sie Ihre Hausaufgaben so schnell wie möglich und geben es in auf Zeit. Überprüfen Sie Ihre Notizen und Ihre letzte Lektion ein paar Minuten vor der Klasse. Dadurch wird Ihr Gedächtnis aufzufrischen, und Sie werden für die Lektion erwärmt werden. In der Klasse nicht ablenken zu lassen. Konzentrieren Sie sich auf die Lektion, nicht starren aus dem Fenster. Komm nicht zu spät, ein paar Minuten vor Beginn der Stunde ankommen. Nicht neben Menschen sitzen, die nicht mit Ihnen in Englisch sprechen. Schalten Sie das Telefon. Seien Sie organisiert, denken Sie daran, Lehrbuch, Notizbuch und Stift zu nehmen. Vielen Dank für das Ansehen.
Unser Ziel ist es, Englisch-Lernprozess informativer, innovativer und leicht verständlich zu machen. Wir würden uns freuen, Kommentare oder Vorschläge, die uns helfen, diesen Lernprozess zu verbessern. Vergessen Sie bitte nicht, uns zu abonnieren.